Weil das ist eine Frau, die hat keine Entschuldigung verdient. Bam, in die Gebärmutter schlagen. Doch eine Schlagzeile, dass der Anzeigenhauptmeister einen Song veröffentlicht hat. Ja, mit Leon Mascher. Da sind wir ja direkt in den Themen. Sind wir schon drin oder was? Von mir aus gerne. Einfach aus dem Nichts hier die heftigen News reinrödelst. Ich habe es doch gerade gesehen tatsächlich und wollte es noch ganz kurz einfügen. Ich habe vergessen, meine Liste zu machen, aber ich habe meine News gespeichert bei Facebook. Also wieder, ich habe einen Schritt zurück gemacht. Ich wollte gerade sagen. Nicht mehr aufbereitet wie jetzt die letzten Wochen. Ist egal. Regression passiert hier. Tino, die Wolves. Ist manchmal Evolution so. Rückwärts bei Tino. Ist manchmal bei einem Facebook, Alter, ne? Ich nutze es immer noch sehr aktiv. Ich mache das gerne. Ich bin jetzt weniger in dieser Diskussionsbubble drin. Oh. Aber trotzdem bin ich noch am Lesen und so und speichere Veranstaltungen und News und chatte mit Leuten, auch noch über den Messenger. Also ich halte wie sagt man, die Stange. Ich wüsste tatsächlich, also klar, ich habe da ja viele Leute irgendwie durch YouTube, habe ich da eine relativ lange Freundesliste, aber so von den Leuten, die ich persönlich kenne, wüsste ich jetzt keinen, mit dem ich auf Facebook chatten könnte. Mit mir zum Beispiel. Also ja, außer dich, offensichtlich, aber darüber hinaus, keine Ahnung, es ist eher so, ich will es jetzt nicht so klischeebehaftet machen, es ist eher der asoziale Ronny aus Schöndorf oder Weimar West, der noch auf Facebook ist. Den würde ich wahrscheinlich erreichen. Aber auch der hat seine... Ich denke da gerade an die eine oder andere bestimmte Person. Aber ja. Peter Kleine, ich weiß. Ja, mein Homie von früher. Doch Facebook ist für mich so eine Instanz, weil es ist irgendwie schon immer gefühlt da gewesen. Mhm. Ich war schon immer da gewesen und es sind immer noch Leute dort, die ich mag, die noch sehr aktiv sind. Koks ist auch schon immer da gewesen, Tino, und... Aber es gab keine Zeit, wo es richtig geil war, Koks zu nehmen. Also wo es einfach gut war. Naja. Wo es nur gute Seiten hatte. Da gibt es verschiedene Meinungen zu, glaube ich. Da kann ich ja Falco fragen. Nee, aber ich muss sagen, Facebook ist für mich so eine Sache, die hat einfach mein Leben so krass bereichert. Ich habe so viele Menschen da kennengelernt über Facebook und auch Leute dann getroffen in Real Life und so. Habe für meine Projekte Werbung gemacht und so. Es ist für mich einfach eine Bank und ich hoffe, dass der Peak nach oben geht. Ja. Wenn X irgendwie abstürzt komplett, wenn Instagram nicht mehr cool ist und TikTok irgendwie ausgelutscht ist, ja, weil alle keinen Bock mehr haben auf diese 20 Sekunden Bauchmuskel-Tanzvideos, dass es zurück zu Facebook geht, wo ja alles ist. Es ist ja an sich alles da. Du malst dein realistisches Bild. Das ist ja das Problem, dass alles da ist. Da ist nämlich auch die ganze Scheiße da. Auch Scheiße ist da, aber die ist ja überall. Facebook vielleicht noch ein bisschen mehr, das kann schon sein. Dass Facebook so ein bisschen das Klo geworden ist der sozialen Medien. Ich geh mal auf Facebook und schick dir mal so ein Candy Crush-Invite als Privatnachricht. Der blockiert, das kann man bei mir nicht machen. Aber ich meine so Veranstaltungen, Gruppen, Seiten und so, du kannst Menschen unter ihrem echten Namen finden. Es ist schon cool, es ist bei Instagram nicht so einfach möglich. Wie gesagt, ich finde es. Das ist so richtig Corporate Chill hier, wie du ja einfach Propaganda machst für Meta. Als User, ich finde es echt nicht schlecht. Ihr könnt auch von mir aus auf Mastodon gehen und auf was weiß ich, was noch alles gibt. Ist ja alles auch gekauft von Meta, WhatsApp, Instagram und so. Threads ist ja auch so ein Ding von. Oh Gott, auf dem Weg hier habe ich noch eine Tomate gegessen und einen veganen Toffee. Und die sind mir so im Hals stecken geblieben, leider. Wie meine Lache manchmal hier jede Woche. Also, ich muss jetzt trotzdem mal ganz kurz reingrätschen, dass ich es witzig finde, wie du extra betonst, dass es ein veganer Toffee war. Ja, ohne Scheiß, als es noch nicht so cool war, als es noch nicht so viele vegane Produkte gab, hatte ich manchmal so im Bus, hatte ich dann mein veganes Salami-Brötchen gegessen und hatte Angst, dass es als echte Wurst erkannt werden könnte. Und du dann zusammengeschlagen wirst? Nee, das, überhaupt nicht. Das ist ja kein Problem, aber ich meine... ich hatte Angst, von fremden Menschen als Fleischesser gelesen zu werden. Weißt du, was ich meine? Okay, das sind wirklich die großen Ängste des Lebens. Es war das erste Mal, da habe ich einen Kumpel in Tübingen besucht, liebe Grüße an meine alte Gang. Und der hatte Geburtstag gehabt und da gab es halt so Sandwiches halt, ne? So mit diesem Sandwich-Toaster. Und da habe ich mir noch so zwei für die Flixbus-Fahrt gemacht, auch mit Salami und Mortadella und so und Käse. Pack das aus und denke mir so ganz kurz, Scheiße. Sieht voll nach Fleisch aus. Da war es halt noch nicht cool. Es ist schon 10 Jahre her bestimmt. Und dachte, die werden safe nicht raffen, als ich vegan bin. Aber gerade, weil es noch nicht cool war, warum fürchtest du das dann? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich finde es unangenehm, dass Menschen glauben könnten, ich würde Fleisch essen.
Ich finde Fleisch essen ist richtig. Also, ich bin doch kein Kreton. Ja, aber du? Vielleicht solltest du grundsätzlich nicht ganz so viel drauf geben, was Menschen denken können. Wer guckt dir denn in dein fucking Sandwich rein, wenn du isst, Alter? Doch, wenn da. Machst jemand... du das bei anderen? Oh, was ja, hast denn du doch, da? Doch, mal, wenn ich. Mit der Lupe mal. Auch bei Einkäufen, bei Herkules oder bei Rewe oder so. Du gehst immer durch mit dem Feldstecher und guckst bei den Leuten in die Einkaufswege. Das nicht, aber wenn hinter dir jemand hier dieses Warentrend-Ding drauf tut. Mhm. Und dann tut die Person so ihre Einkäufe rein, guck ich schon manchmal drauf. Und du so judgest so hart. Auf jeden Fall, Alter. Eine echte Mortadella. Bäm, bist du eklig. Oh, Abschaum, ey. Wir haben 2024. Mm. Wenn aber Geschützturm draußen an der Drehtür, Geschützturm direkt abknallen, Alter. Und das Gegenteil ist, wenn er hinter mir auch so vegane Salami drauflegt und so und Gemüse und Sojamilch, denke ich, stabile Bank, Alter. Mm. Gibt's direkt einen Faustcheck. Vielleicht mal Tinder ausgepackt und gucken, ob der gerade mir angezeigt wird, die Person. So, Grindr. Liebe Leute, ihr hört gerade, Tino nimmt zu wenig Koks. Willkommen beim Brennpunkt Drogenkonsum. ja, wir fassen eigentlich, was so die letzte Woche passiert ist, zusammen und reden darüber. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind's. Wir sind's mal wieder. Wir sind der haben wir noch Terror-Veganer und der Drogenverherrlichungsmann. Ihr seht, wir haben heute die Spontanität und Schlagfertigkeit mit Löffeln gegessen, mit veganen Löffeln aus Holz. Ja, genau, die aus Metall sind ja nicht vegan, ja, das stimmt. Ich bin übel Sonnenbrand, Alter. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo ich so mit Jugendlichen agiert habe. Nicht, Tino, ins Sonnenstudio gehen ist keine Veranstaltung. Ach so, das wusste ich nicht, dann erzähle ich nicht weiter. Nee, mit Jugendlichen interagiert, ja. Also nicht wie Michael Jackson. Wird mir auch immer so, ganz heiß auf der Haut. Sondern ich bin ja Jugendarbeiter und habe eine Veranstaltung gestern organisiert und habe vergessen, Sonnencreme drauf zu machen, weil ich bin noch nicht so im Sommergame drin. Hm. Ich bin ja ein Stubenhocker eigentlich. Und heute merke ich übelst hier so ein Brennen am Nacken, auf der Stirn so ein bisschen auch. Obwohl die Haare bald wieder drüber gehen. Naja, also hier habe ich halt so eine helle Stelle, ja. Da wo der Scheitel ist und hier halt nicht. Ja, da bin ich schön gebräunt, hoffentlich werde ich nicht rot und es ist echt unangenehm. Also Nacken ist halt bei mir auch echt so eine Zone, deswegen ist es auch hier so ein Grund mit dem Cappy hinten. Die Sonne ist gefährlich. Public Service Announcement. Echt, Sonnencreme nicht wie gestern, macht sich wie gestern, das geht gar nicht. Jedenfalls, wollte ich ganz kurz erzählen, eine Art Fußballturnier, so ein kleines, und da durften sich die Kinder und Jugendlichen halt eigene Teamnamen geben, und ein Teamname hat mich übel zum Lachen gebracht, und zwar Energie Kopfnuss. Mhm. Ja, Energie doch. Kopfnuss fand ich gut. Ist schön unschuldig auf jeden Fall. Finde ich auch. Ja. Jetzt können wir gerne in die Themen einsteigen. Ja, also was auch unschuldig ist, ist das Wetter, ja, weil das Wetter hat dafür gesorgt, dass Bayern überflutet ist, aber Bayern interessiert keiner und deswegen ist es unschuldig. So, ist von mir freigesprochen worden. Die dritte Jahrhundertflut so in diesem Jahr gefühlt, ne? Mhm. Und ja, es sind auch Menschen gestorben dabei. Ich glaube, so ein paar Feuerwehrleute, aber auch ZivilistInnen sind dabei gestorben. Und da gingen jetzt auch die Pressebilder durch die Welt, wie Habeck und Söder irgendwie da stehen mit Gummistiefeln. Und Habeck wirkt echt so total seriös, irgendwie wie er so mit den Leuten spricht oder wohin zeigt. Während Söder so seinem Regenmantel hintersteht, nicht weiß, was er machen soll. Mhm. Und sich nur so vor zu den Kameras so drängt, dass er auch schon fotografiert wird und kein Ton rauskriegt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Habe ich jetzt nicht so beobachtet, klingt ein bisschen nach Framing, weil Söder sehe ich jetzt eher nicht so, dass der ruhig ist, aber kann sein, dass das so war. Nee, doch, also ich habe ein paar Bilder gesehen. So von, ja, also Bilder, ne? Nee, und Videos. Also und Video, Bewegtbilder, also 60 Bilder die Sekunde sogar. Und da gibt es Zusammenschnitte, wie er halt irgendwie so neben Habeck, so hinter Habeck steht, so und Habeck so übelst am Reden, so übelst ernst sein. Und so, einfach das, Macher. So, das sieht aus, wie so frisch aufgestanden, so guckt so ein bisschen betrüppelt und weiß nicht, was er machen soll. Und dann sieht er, dass da Kameras sind, geht so ein bisschen nach vorne und drängt sich so ein bisschen ins Bild. Das fand ich schon sehr witzig. Hm. Ja, was sagen wir jetzt dazu? Surprise Pikachu Face. Das Klima verändert sich und Flutkatastrophen sind häufiger. Wenn man jetzt mal tief einsteigen möchte, gab es jetzt auch Berichte darüber. Aber mit so Stiefeln, so Angelstiefeln, dann kannst du tief einsteigen. Das versuche ich gerade, genau. Ja. Inhaltlich zumindest. Ja. Gab es auch Berichte darüber, dass die Freien Wähler und die CSU wohl vor einigen Jahren die Flutpräventionsprogramme gekürzt haben, bis gestrichen haben, weil sie meinten, das passiert nur alle 100 Jahre mal so eine Flut, brauchen wir jetzt kein Geld auszugeben. Ist das dann schlecht, wenn man dann doch eine Flut hat? Nein, doch! Oh. Oh. Nee, das nicht, aber irgendwie so diese Blindheit für die aktuellen Geschehnisse, dass ja
so Umweltkatastrophen schon vermehrt auftreten, was einfach ein Fakt ist. Klar gab es die früher auch schon, aber nicht so häufig wie jetzt. Und dass sie dann diese Programme einstreichen, nur um halt der grünen Propaganda reinzuwischen. Und jetzt haben sie halt den Schaden davon, ne? Ja. Den werden wir es zeigen. Huch. Naja. Hauptsache wird nicht gegendert, so weißt du? Ja. Lass uns doch erstmal wieder zu erfreulichen Sachen kommen, nämlich sexueller Übergriffigkeit. Ja. Nein, das war jetzt nur für den Gag eigentlich, also ich würde das nicht als sexuell übergriffig bewerten, aber es gibt da eine große Streamerin, Pokimane heißt sie. Das sehen also die Täter meistens auch so, dass sie es nicht werten würden, eine sexuelle Belästigung, aber geht weiter. Ja, aber warte ab, wenn ich dir erzähle, wenn ich dir berichte, was da los ist. Also Pokimane hat gesagt, also die hat so einen Editor, ist ja eigentlich Usus, wenn man reich ist, nicht wie ich, dass irgendjemand die Videos für dich schneidet oder so Highlights zusammencuttet und so. Hm. Und sie hatte da jemanden über Monate hinweg und der hat halt Deadlines nicht eingehalten und hat halt 2 Wochen später erst so irgendwie Videos abgegeben und so. Und dann hat sie ihn gefragt, yo, was denn da los? Und was ist dann passiert, Tino? Dickpick geschickt. Nee, nicht Dickpick geschickt. Von seinem Hinterloch, seinem Backhole. Nee. hat dann geschrieben, komm Süße, wenn du mir einen bläst, dann kriegst du die schneller, die Videos, sowas in der Art. Nein, er hat etwas geschrieben, wo ich mir in keinem Paralleluniversum vorstellen kann, wieso man das sagen sollte. Entschuldigung. Ja, weil das ist eine Frau, die hat keine Entschuldigung verdient. Bam, in die Gebärmutter schlagen. Nein. Er hat gesagt, yo, sorry, ich krieg das nicht rechtzeitig hin, weil immer wenn ich deine ganzen Clips und Highlights angucke und die zusammenkarten will, knödel ich stundenlang an mir rum. Nein, ach Leute, ey, als gäb's dich schon so tausende MeToo-Fälle und so. Ja, was also, denken die sich denn? Ja, aber pass auf. Ich glaube nicht, also ich war nicht dabei, ja, aber das ist, glaube ich, jetzt ja, nicht Glück. So ein, hey Mädel, ja, ich knödel immer an mir rum, sondern ich kann mir halt vorstellen, wer guckt solche Streams vielleicht, ja, also solche Pokimane-Streams, wo eine schöne Frau sich irgendwie präsentiert. Ich kenne die Streams nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist nicht so eine, die da irgendwie auf so einem Pool rumschwimmt. Ich glaube, so eine ist es nicht. Ja. Aber halt schon so irgendwie sexuell Innuendo, bla. Wie dem auch sei. Ich glaube, das ist halt so ein Loner, der halt einfach den ganzen Tag zu Hause sitzt und nicht die Sozialkompetenz hat. Ja. Weil, warum solltest du das sagen? Du kannst ja alles sagen. Du kannst alles sagen, warum du das nicht schaffst. Aber er sagt halt augenscheinlich die Wahrheit. Und dann habe ich auch noch die Frage, was? Also überleg dir das mal. 2 Wochen zu spät. Ja? Du musst ja 2 Wochen. Das ist ja also ganz lang um. Der kann ja irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde machen und dann ist ja auch erstmal gut und dann kann das doch theoretisch schneiden oder geht es dann von vorne los? Was muss das denn da für ein. Ja, ich würde das nächste Frame und sag die Wahrheit, ne? Klar, es ist die Wahrheit, aber das ist nicht immer angebracht, sag ich jetzt mal, ne? Ja, aber ich meine halt jetzt nicht aus, also ja, die arme Frau und so. Ja, ich meine jetzt nicht aus Sicht, das ist für sie scheiße, sondern wenn du jetzt irgendwas machen würdest, wo es gar keinen Grund gibt, das zu sagen, ja? Es geht niemandem besser, wenn du die Wahrheit sagst, ja? Es bringt dir keinen Vorteil, wenn du die Wahrheit sagst. Du kannst es einfach verschweigen. Warum sagst du das? Ich hätte das Gefühl, dass manchmal, gerade solche, es sind ja meistens Männer, dass sie die Hoffnung in sich tragen, dass dann von der Frau kommt, hör auf zu kloppen, hier, ich helfe dir jetzt mal. Das kann sein, dass der in so einer Anime- oder Fantasy-Porn so dieses, oh, ich bin in der Waschmaschine hängen geblieben, hilf mir doch. Das kann es echt sein. Was? Hä, das ist das Meme, kennst du das echt nicht? Help me, stepbrother, I'm stuck in a fucking washer. Ach, okay, also kann ich es mir ausmalen, was es sein soll, aber nee, kenne ich nicht. Echt, das ist so das Meme, Alter. Die hängen da fest. Also es gibt halt wirklich so ein, zwei wahrscheinlich berühmte Filme, wo das dann halt so war, haha, ich stecke in der Waschmaschine fest und dann, ja Mist, dann muss ich mich halt jetzt an dir vergehen. Und hat sie nicht zu helfen gewusst, der Ersthilfekurs so lange her. Genau. Stabile Seitenlage mit Umwegen. und dass er sich halt vielleicht wirklich gedacht hat, dass sie dann sagt, ah, okay, du findest mich so hot, na dann komme ich direkt rum. Ja, aber gerade im Arbeitskontext, ich meine, die haben da sicherlich auch eine Art Vertrag vielleicht oder eine Vereinbarung gemacht und so und sie zahlt ihm Geld dafür.
da finde ich das halt unangebracht. Also eh ist es unangebracht, irgendwie so ekelhaften Kram zu schreiben. Ah, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ist er jetzt gefeuert? Ja, er ist dann gefeuert worden, klar, aber es ist für mich völlig absurd. Völlig. Ich meine, ich kenne jetzt den Content nicht, ne? Also ich will jetzt nicht Täter-Opfer-Umkehr machen oder so, aber ich kenne ihren Content nicht, ich kenne jetzt diese Person nicht, diesen Cutter und so und ihr Verhältnis miteinander. Vielleicht haben sie öfter mal solche Sachen... Nee, sie fand das schon strange. Also, okay. Sie hat halt in einem Stream das auch gesagt und traut sich da gar nicht richtig Wörter zu sagen. Das finde ich immer so ein bisschen dumm. Das ist das Rob-Bubble-Phänomen. Ja, und dann hat er sein Stöckchen angefasst. Ja. Sein Dingeling. So, Pokimane. Ich wollte hier mal, ich das mal gesehen, na, im Stream gucken, ob die halt so... Die sitzt halt eigentlich nur so da. Ja. Da passiert nichts Spektakuläres. Das reicht ja für viele schon, dass sie halt sie ankloppen müssen. Ne? Oh ja, Baby, setz dich hin. Und sprich zur Kamera. Ja, also ist auf jeden Fall keine, die auf dem Quietsche-Entchen rumschwimmt. Also Leute, flirten ist ja okay, ne, aber guckt mal so ein bisschen die Vibes ab, ne? Und wenn ihr irgendwie eine Chefin habt, die euch disziplinieren will, dass ihr eure Deadlines nicht einhaltet, ist nicht die beste Antwort. Sie sind halt so heiß, muss man immer einen klopfen, wenn ich an sie denke. Hm. Das ist jetzt kein Grund. Offiziell zumindest nicht. Es kann sein, so einer von Milliarden so, dass es ankommt, aber darauf würde ich jetzt nicht unbedingt wetten. Hm. Naja, gut, das war auf jeden Fall ein kleiner Exkurs nach Twitch. Twitch weltweit. Nee, warte mal. Ich glaube, Twitchhausen. Twitchhausen. Ich glaube, da war aber tatsächlich noch irgendwas. Ach so, ja genau. Ein russischer Twitch-Streamer. Ja, der ist jetzt 5 Jahre im Knast, weil er gesagt hat, die Invasion der Ukraine war nicht so nett. Ja, das ist ja klar. Fair. Ja. Ja. Gut. Selber schuld, wenn er sowas schreibt und sowas denkt und eine freie Meinung hat und Schlingel. Äußert. Aber was ist da jetzt der Tatbestand? Ist es irgendwie Verrat oder so? Was weiß ich, wie das dann in Russland heißt. Oh, sbasibare Volksverhetzung. Ja, genau so heißt es. Todesstrafe. Liebe Leute, so sieht es nämlich aus, wenn man nichts mehr sagen darf in seinem Land. Ne? Nur mal als Erinnerung. Ja, ich glaube nicht, dass unsere Zuhörerschaft jetzt davon redet, dass wir hier in Deutschland gar nichts mehr sagen können. Denn ich glaube, der Brennpunkt hat in den letzten 245 Folgen ein bisschen das Gegenteil bewiesen. Wobei die eine oder andere Sache, ich will es jetzt gar nicht nochmal genau sagen, vielleicht von dir aus hinterher als nicht mehr ganz so gut bewertet wurde. Das will ich mal wissen jetzt. Naja, es wurden hier schon mal die ein oder anderen Wörter gesagt. Ganz ach so, ist ja ewig her, ja. Ist lange her. Aber da hat ja trotzdem nicht Herr Kleine von oben mit der Faust in den Raum gereicht, sondern du hast gesagt. Da gab es gar keine Konsequenzen irgendwie, ne? Es war interessant. Ja. Naja, also das Ding ist, es steht ja auch nicht unter Strafe oder sowas. Es ist ja einfach nicht cool. Es ist nicht cool, man kann auch dazu stehen und sagen, ey, das war doof, das Wort zu sagen. Naja, also ich finde es weiterhin nicht so schlimm, wenn das irgendwie in einem Zitat oder so, in einem Kontext halt steht. Aber ja. Also es war natürlich schon ein bisschen Provokation da. Ja, es haben halt viele haben halt solche Wörter benutzt, auch Böhmermann und so früher und Seller zum Mundschuh, keine Ahnung, die es auch nicht mehr so machen würden. Wo auch gerade die Leute auch immer sagen, man kann sich auch weiterentwickeln und Awareness empfinden. Und klar, auch wenn man irgendwie schon seit vielen Jahren irgendwie links, woke irgendwie ist, macht man noch Fehler. Und Dinge, die heute irgendwie noch okay sind, die werden irgendwann eben doch umdeklariert, was auch aber auch richtig so ist. Ne? Ich bin auch ein Fan davon, dass sich Sachen verändern. Was ich ursprünglich sagen wollte ist, was auch jemand nicht sagen durfte, war auf einem Adele-Konzert, da gab es einen Ausschnitt, da muss wohl jemand aus dem Publikum gerufen haben, Pride sucks. Mhm. Daraufhin ist Adele ausgeflippt. Und hat ihn zu Sau gemacht, du kommst auf eine Konzerte und brüllst hier Pride sucks und so und dann wurde er niedergepfiffen und so weiter und es war halt ein riesiges Ding und ja. Ist ja auch lesbisch, ich glaube. Weiß ich nicht. Und ich dachte nicht. Und Adele ist dann so die Queer-Heldin und so und so toll gemacht und dann kam raus, dass es eventuell gar nicht so war, sondern dass der Typ gesagt haben soll und dann wäre mein größter Buddy, Work sucks, also Arbeit stinkt. Das klingt aber auch nicht ähnlich, oder? Naja, aber bei so einem Konzert mit 1000 Leuten, die da stehen, da kann man das mal verwursten. Hm. Ich habe es nicht rausfinden können, was jetzt die Wahrheit ist, aber irgendwie gab es dann so einen kleinen Backlash von wegen, ja, ich will den Mann nicht verteidigen, aber eigentlich hat er nur gesagt, Work sucks. Und das war dann so ein bisschen wieder das Umgedrehte, ne? Also wenn der Typ, der angeklagt wurde, ein Ding getan zu haben, nicht das Ding getan hat, dann kann man den ruhig verteidigen, finde ich. Ja, also, ich will den Mann nicht verteidigen, aber der ist unschuldig.
Genau, wie gesagt, eine Someone Like Jazz auf X hat geschrieben, hate to defend a man, also allgemein einen Mann verteidigen. Eieiei, But the guy was somewhere behind me and he said, work sucks, not pride sucks. Und zwei weinende Smileys. Hm. Ja, also es ging ein bisschen nach hinten los, aber wer weiß, was jetzt die Wahrheit ist. Aber finde ich ein ganz spannendes und witziges Unterfangen. Ich hasse es auch, um Männer zu verteidigen. Die haben das einfach nicht verdient. Ich finde, Männer sollten alle direkt ins Gulag und dann abgestochen werden. Keine Frage. Apropos abgestochen. Wollte ich gerade sagen, kurz durch die Kommentare der letzten Folge, die ich mir selber gar nicht gelesen habe. Eine Vorlage, doch, hier hat sie, glaube ich, sogar geantwortet. Naja, am Anfang mal, ja, aber nicht jetzt. Du hast dein Recht auf Kommentieren auf YouTube für mich verwirkt. Da ja, hast genau. Du aber tief in die Trickkiste gegriffen. Das fand ich witzig, ne? Doch, ich habe auch gelesen, du die ersten Tage, aber jetzt bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und dann noch eine Antwort, ich glaube, da ist jetzt so. Nicht noch groß was passiert. Ist ja auch schon wieder jetzt ein paar Tage her. Aber ja, wir hatten da ja dieses Messerattentat in Mannheim und kurz darauf war noch irgendwas, da ging es aber glaube ich diesmal, ich weiß nicht, war das sogar nicht ein AfDler oder so? Er wurde mit einem Teppichmesser angegriffen. Genau, oder? Von einem, der irgendwie psychisch Probleme hat. So, nee, also das? Der AfDler hat behauptet, das wäre einer von der Antifa gewesen und so, aber die haben dann den Typen erwischt, der das gemacht hat, und dann kam dann raus von der Polizei, das ist nicht so, also er ist kein irgendwie linksautonomer oder Antifaschist, also zumindest nicht bewiesenerweise, sondern hat wohl mentale Probleme. Na, wer hat das heutzutage nicht? Wie dem auch sei, das hat für mich den Ausschlag gegeben, Mannheim in Messerheim langsam mal umtaufen zu lassen, weil das da häuft sich echt diese Sonderlichkeit. Ich wollte nur noch mal drauf eingehen, das hat ja die Woche tatsächlich also nicht so sehr bestimmt, wie man hätte vermuten können, weil dafür, dass da ein Polizist jetzt letztendlich gestorben ist, Nachtrag, ja, habe ich das Gefühl, es war irgendwie nicht so groß. Doch, es hat große Wellen geschlagen. Also gerade jetzt die Abschiebedebatte ist jetzt wieder ganz groß im Kommen. Es war ja auch der Kommentar, den du gerade auf den angespielt hast, dass dann die Person geschrieben hat. Und ich finde diesen Satz richtig, richtig eklig und schlimm. Die Person hat ihr Gastrecht verwirkt. Ne? Das finde ich immer so... Wieso entscheiden wir, wer hier ein Gast ist? Ne? Also ich finde das total dumm. Naja, ich verstehe die Argumente, dass die Person halt hier wohl geduldet war, aber schon seit 10 Jahren. Da bin ich halt nicht 100% jetzt drin. Ich habe mir das auch nicht nochmal durchgelesen. Aber ich würde schon unterscheiden wollen, wenn jetzt hier jemand herkommt, die erste Woche da ist und direkt jemand einen niedersticht. Mhm. Ja, da von Gastrecht irgendwie zu sprechen, finde ich sehr viel angebrachter, als wie der Typ halt jetzt, der irgendwie seit 2013 in Deutschland war. Der arbeitet irgendwie und Familie hat und so, ne? Ja, Familie macht dich jetzt nicht automatisch zu einem Nicht-Mörder, aber, nee, aber das ist schon nochmal was anderes. Ja, weil er hat hier Familie gegründet, irgendwie hat irgendwie ein gesetztes Leben, zumindest was die Berichte geäußert haben. Und da finde ich es mal dumm, von irgendwie Gastrecht verwirkt zu reden. Ich finde, jeder, der hier eine Straftat begeht, Für mich ist ein Gast jemand, der Urlaub macht. Der hat einen Wohnsitz. Zu Gast im eigenen Land, Tino. Ja, auch das. Nee, aber der hat Urlaub. Die kommen ja her. Ja, er hat irgendwie Wohnsitz, weiß ich nicht, in St. Petersburg, in China, keine Ahnung wo. Irgendwann, die kommen dann hier hin, machen 1000 Fotos und gehen wieder. Das sind halt, wo ich sagen würde, das sind Gäste, die sind willkommen und so. Aber Personen, die irgendwie hier geflüchtet sind oder die schon seit Jahren hier leben und wohnen und so, da finde ich dieses Gastding einfach bescheuert und man kann sowas auch nicht verwirken. Ich finde, wer eine Straftat begeht, der soll ja einfach bestraft werden dafür, resozialisiert werden. Das ist gut, wenn du jemanden wie diese Person, ich weiß gar nicht, wie der heißt, einen Polizisten absticht und du schiebst ihn nach Afghanistan ab, da sagen doch die Taliban, ja, wir nehmen den gerne, der hat sich schon bewiesen hier als Stecher, wir werden den jetzt noch ausbilden bei uns und so. Ja, das führt doch zu nichts. Es war ja das letzte Mal auch so ein bisschen eine theoretische. Ich habe ja direkt am Anfang gesagt, jetzt mal ausgeklammert, wie das tatsächlich umgesetzt werden würde. Das ist nicht so einfach, dass du sagst, ich setze den jetzt im Flugzeug und morgen ist er weg. Ja, das Land muss den ja auch annehmen. Da hängt ja auch ein bürokratischer Aufwand und so ein Shit hinter. Ja, das Land muss ihn ja erstmal aufnehmen, die Person. Die müssen zustimmen, ihn aufzunehmen. Und das setzt aber auch voraus, dass da eine Regierung ist, die du auch anerkennst. Und das ist ja in Afghanistan nicht so. Da ist, du musst ja auch erstmal irgendwie seine Papiere beantragen oder sowas, wenn der die nicht hier hat. Also weiß ich nicht. Aber ja, es war wie gesagt nur eine theoretische Sache. Ich bin da nicht ganz so idealistisch wie du, aber ich sag auch, dass das in dem Fall irgendwie sich einfach komplett dumm anfühlt, weil der einfach seit seiner frühen Jugend hier schon ist, sein halbes Leben lang. Und dann irgendwie,
wie gesagt, wenn hier einer herkommt und eine halbe Woche später irgendwie 20 Messerstiche irgendwo verteilt, dann fühle ich das viel eher, ja. Und wahrscheinlich ist es dann auch bürokratisch weniger aufwendig. Aber sonst verstehe ich auch voll klar, wenn irgendwo eine Tat ist, muss erstmal da das dort seinen rechtmäßigen Gang gehen. So blöd, wie das manchmal ist. Ja. Aber ohne jetzt diese Tat zu verharmlosen, ich finde die wirklich, wirklich schlimm. Aber ich will nochmal sagen, es macht auch einen Unterschied, was die Person auch gemacht hat. Ne? Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von jemandem, der willkürlich Menschen einfach nach Lust und Laune wegen seines Glaubens absticht oder so, oder wie Frauen vergewaltigt, weil er halt Frauen irgendwie als Gegenstände betrachtet, sondern es ist halt ein muslimischer Mensch, der aufgestachelt war von dem Islamhass dieses Standes, der da an dem Tag war. Es entschuldigt es nicht. Ich will sagen, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Jein. Natürlich war es ein Unterschied. Jein. Ich finde schon, das macht doch mal. Das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwie, klar, in Integration, so bla bla, aber er ist ja hier gewesen, wie gesagt, er hatte Arbeit und eine Familie und so weiter. Und wenn du ständig erleben musst, wie Menschen über deinen Glauben herziehen und wie sie dich genauso mit Worten dagegen wehren, ja, klar, und nicht mit Messern. Das ist doch also ganz klar. Ich rede nur, dass es einen Unterschied macht, trotz allem. Du kannst auch sagen, es macht Unterschiede, ob ich jetzt irgendwie einen Menschen erschlage oder ob ich jetzt irgendwie einen Völkermord begehe. Nein, aber, dann das kann, sind ja nein, aber du würdest das nie sagen, wenn irgendwie ein Mann, was weiß ich, die ganze Zeit von seiner Frau gedisst wird oder so und die dann niedersticht. So, da würdest du nie sagen, ja, aber man muss es doch mal verstehen, die hat ihn ja die ganze Zeit zur Sau gemacht. So, hat ihn gegaslightet, Psychoterror oder was auch immer. Da würdest du sagen, trenn dich von der und verpiss dich. Naja, aber es gibt schon Unterschiede jetzt vom moralischen Denken aus. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, man muss Leute jetzt unterschiedlich behandeln, bestrafen. Ich rede nur davon, dass es einen Unterschied macht, aus welchen Gründen jemand eine Straftat begeht. Ich finde, es ist alles gleich verwerflich und alles gleich schlimm und überhaupt nicht gut. Also ich würde behaupten, dass das, also das ist ja, spielt ja vor Gericht eine Rolle, ob es niedere Beweggründe sind, genau, oder nicht. Und ich würde schon behaupten, ohne das jetzt verifizieren zu können, dass das niedere Beweggründe sind. Der hat schlecht über meine Religion geredet. Weiß nicht, wie das. Ich bin jetzt kein Jurist, aber es ist ja auch so, wenn du einen Ehestreit hast, ne, und ein Mann schlägt seine Frau regelmäßig und sie wehrt sich irgendwann und sticht ihn halt ab. Na, jetzt das hast du die Geschlechter schön umgedreht, ne? Kann auch andersrum sein. Ich kenne halt den Fall, es war eine Frau in China, die wurde zur Todesstrafe verurteilt, weil sie halt ihren Mann, der sie jahrelang missbraucht hat, halt umgebracht hat. Ne? Ja, das sind keine niederen Beweggründe. Das heißt, das ist gerechtfertigter, wenn der missbrauchte Mann seine Frau absticht. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Man kann immer alles mit Worten klären. Was ich aber ausdrücken will, das war jetzt nicht irgendwie random, dass er irgendwie irgendeinen Menschen abgestochen hat, der auf der Straße lang lief, einfach nur, weil er halt seinen Glauben geil findet, sondern da war eine Person, die halt seit vielen Jahren über seinen Glauben hetzt und diese Menschen auch herabwürdigt und entmenschlicht. Macht er ja auch. Der hat mit seiner Tat dem Recht gegeben. Habe ich von Anfang an gesagt, das ist eben nicht der Fall. Ich will das nicht entschuldigen, ich will aber trotzdem sagen, dass der Hintergrund ein anderer ist. Dass man es nochmal betrachten muss, gerade im Fall von Integration, im Fall von, schiebe ich jemanden ab. Es hat immer, also Taten haben ja auch immer irgendwelche Gründe. Das will ich nur dazu sagen. Ich will das null entschuldigen und null sagen, dass er Recht hatte. Der Hitler, der hatte auch seine Gründe. Sicher hat er seine Gründe gehabt. Das muss man auch mal bedenken jetzt. Aber er wurde jetzt nicht... Wenn man vorm Gericht steht, hier Nürnberger Prozesse, die hatten alle ihre Gründe. Nee, aber er wurde ja auch zum Beispiel nicht von ganz vielen jüdischen Menschen irgendwie jahrelang bespuckt und herabgewürdigt als Österreicher. Nee, die haben das deutsche Volk im Ganzen ja, heruntergezogen. Also, niedere Beweggründe sind Tatantriebe, die nach rechtlich-moralischer Wertung auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verachtenswert sind. Ich sehe hier halt leider keine wirklichen... Ich sehe keine wirklichen Beispiele. Was bedeutet niedere Beweggründe? Beispiel. Vielleicht der Eifersucht oder so. Guck mal. Als niedere Beweggründe wurden Rassenhass, Ausländerfeindlichkeit sowie Imponiergehabe und Rachsucht genommen. Ich würde sagen, Rachsucht trifft hier zu. Das könnte treffen, das stimmt schon. Ja. Das kann schon sein. Trotz allem will ich aber sagen, wenn jemand wie random Leute absticht und so, ist es nochmal was anderes als Leute irgendwie gezielt. Es ist beides nicht gut, aber es macht man einen Unterschied. Das war gezielt. Na eben. Also. Gezielt ist ja das eine, als zu sagen... Naja gut, gezielt war Stürzenberger. Den Polizisten, der war nicht gezielt.
Das war einfach nur, ja, ja, genau, der ist gerade genau. im Weg. Ah, ja, das ist ja klar. Dazu aber die Tat ist ja aus einem Zielgrund ja. entstanden. Er wollte ja Stürzenberger, weil er halt ein Islamhasser ist, abstechen, was nicht okay ist. Ich will es noch tausendmal sagen, es bleibt nicht okay. Aber er ist ja nicht random in den Einkaufsladen gegangen, hat einfach irgendeine Frau abgestochen, weil es halt eine Frau ist und weil er halt irgendwie Terror verbreiten will. Das war halt ein Racheakt. Das ist was anderes. Das ist immer noch nicht geil. Ich sag's euch gerne noch tausendmal. Ich werde den toten Polizisten mal unterrichten, dass das koordiniert. Ja, das kannst du ja immer... Seine Familie wird aufatmen. Das kannst du immer sagen. Wie gesagt, ich will nichts davon entschuldigen. Ich will auch nichts entschuldigen. Ich will auch keine Schuld abwenden. Der Täter an sich ist natürlich alleinige Schuld. Aber ja, warum absolut, ich eigentlich nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen wollte, ist, dass ein zweiter Kamerawinkel entstanden am Tag der Tat, ja, aber veröffentlicht wurde im Internet, in diesem brennenden. Und da sieht man unter anderem, dass die Situation unter Kontrolle war, bis einer genau, von den ja. Mitarbeitern, den ich das letzte Mal noch gelobt habe, ich glaube, das ist der gleiche, also da war ein Typ, der hat den Angreifer festgehalten und den Messerarm quasi fest umschlungen und die Sache war theoretisch unter Kontrolle. Und dann kommt aber so ein random Mitarbeiter von Stürzenberger an und haut auf den drauf. Ja. So dass er das Messer loslässt, beziehungsweise den Messerarm, und dann geht's halt weiter. So. Mhm. Und das nächste ist, der Polizist, der letztendlich geschossen hat, konnte nicht früher schießen, weil die Person, die dieses zweite Video gefilmt hat, genau in der Schussbahn steht. Und das sieht man in dem Video, wie er quasi die Pistole genau Richtung Kamera hält. Sag es mal, das war dem Opfer, Robin. Sag es mal dem toten Polizisten, dass es so war. Ja, also ich glaube, der Familie wird diese Erkenntnis nicht so gefallen, weil quasi hätte der Typ mit der Cam nicht da gestanden, wäre der Polizist jetzt vielleicht noch am Leben. Aber ja. die Schuld liegt natürlich trotzdem beim Täter. Das sage ich auch unter allem, ne? Ja. Unter allem. Unter Eid sage ich das vor allem. Unter Eid sage ich sowas nicht. So, jetzt aber mal wieder zu den Leichentee. Mein Gott hier. Nutella wird vegan. Um ganz die Kurve zu kriegen. Nutella möchte jetzt eine vegane Variante rausbringen, habe ich gelesen bei BW24. Unten ist da Palmöl. Ja, natürlich. Ölpist. Das ist halt der große Kritikpunkt. Jetzt kann man wohl Palmöl auch vegan verzehren. Was man schon immer kann. Es gibt auch vegane Alternativen zu irgendwas. Die Palmöl enthalten, das macht's halt nicht geiler. Aber ich werde es probieren, glaube ich, weil ich ein alter Nutella-Fan bin und mein Handy geht hier in... Ja, ich sehe auch gerade, dass ich mir noch aufgeschrieben habe, dass Ricarda Lang was gegen Islamismus in Deutschland machen möchte. Und da hatte ich mir noch den Gedanken aufgeschrieben, den wir ja auch in der Oase ein bisschen diskutiert hatten, dass das Problem so ein bisschen ist, dass doch Ronny in Schöndorf nicht das Gefühl hat, er kann jemanden wählen, der irgendwas gegen seine wahrgenommenen Probleme macht, ohne Faschisten zu wählen. Ja. Und da ändert sich hoffentlich jetzt was dran. Ja, die sagen halt auch ganz oft irgendwie, ich wähle die AfD, weil die anderen nicht besser sind. Ich weiß, ich mag Höcke nicht und so und ich finde nicht alles gut, was die machen, aber irgendwie will ich den Denkzettel da oben verpassen. Ne? Und die anderen vertreten mich halt noch weniger als die AfD. Und das ist immer so eine ganz schwierige Rechnung. Und ich weiß nicht, wie man das Problem lösen kann. Ich meine, ich bin froh, dass die Zahlen der AfD so ein bisschen nach unten gehen, aber es ist halt noch ein bisschen hin bis zu den Bundestagswahlen halt, ne? Und sonst, Europawahlen sind die, glaube ich, auch wieder relativ gut dabei und bei den Kommunalwahlen jetzt auch. Ja. Es bleibt trotzdem scheiße. Lass ihr uns nicht noch 20 Mal erwähnen und dann die Zahlen dadurch wieder hochgehen lassen, weil wir wissen ja, wie es funktioniert in den Medien. Lass uns lieber über Lustiges reden, Tino. Nutella ist vegan. Achso, ja, nee, also das habe ich zur Kenntnis mehr genommen. Mehr habe ich dazu gar nicht. Ich habe tatsächlich gerade Nutella-Glas mal wieder seit Ewigkeiten da, weil mir das geschenkt wurde. Ja. Aber sonst, keine Ahnung, das habe ich halt früher nur in mich reingefressen, ne? Als Mutti gekauft hat und so. Aber auch gelöffelt teilweise. Es ist halt einfach fucking teuer und brauchst du auch einfach nicht so. Dann hat es ja die Rezeptur geändert, ne? Oh, ich dachte, guck mal, ist das schon wieder dieser Höcke, Alter? Du kannst es nicht loslassen, ne? Das fand ich witzig, ich habe nämlich eine falsche Bauchbinde benutzt. Bei Fakt ist, bei MDR haben sie bei Höcke statt halt als Bauchbinde geschrieben, Abdullah Uwe Wackishauser. Das fand ich großartig. Und haben sie sich entschuldigt am nächsten Tag dafür, dass sie die falsche Bauchbinde eingeblendet haben. Das fand ich einfach riesig. Ja. Höcke als Abdullah Uwe Wackishauser fand ich gut. Na gut, können wir jetzt über unpolitische, witzige Sachen reden? Und nicht noch Wind kurz in die Segel von irgendwelchen Extremisten reinpusten. Ich scrolle. Also, ein Tribe, ein, wie sagt man?
Tribe ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so die coole Aussage. Ich glaube, das ist wieder das nächste Ding. Weil bei Magic gab es immer Tribal Cards, die heißen jetzt Kindred, weil Tribe ist eigentlich so für bestimmte... Ist mir egal gerade. Auf jeden Fall, da gibt es einen Stamm. Ja, ja. Da gibt es einen Stamm im Amazonas und der hat durch Starlink jetzt Internet bekommen. Also vor 9 Monaten. Das können sie ihre Smartphones endlich benutzen, die sie da haben. Ja. Ist wirklich so, ja. Die haben die Smartphones, welche? Die haben Internetzugang. 9 Monate hatten die das jetzt und jetzt sind die quasi damit so ein bisschen an die Öffentlichkeit getreten. Die kannten das vorher alles nicht, war wirklich literally Neuland für die. Und in diesen 9 Monaten sind jetzt alle komplett addicted zu Porn und Social Media geworden. Die sind so richtig verpetzt. Surprise, surprise. Sodass der Stammesälteste jetzt auch Zeiten eingeführt hat. Also die dürfen morgens 2 Stunden und abends 5 Stunden am Handy sitzen. Das sind ja schon mal 7 Stunden. Und Sonntag dürfen sie den ganzen Tag. Also wenn das freie Zeitfenster 7 Stunden sind, dann will ich gar nicht wissen, wie es vorher war. Ja. Wie viele Stunden am Tag die vorher... Also die sind komplett gebraindamaged, aber ich glaube, das ist nochmal extremer, wenn du sagst, von 0 auf 100 in diese flackernden Lichter reinkommst und dann nicht so organisch reinwächst, wie das bei uns westliche Welt passiert ist. Das muss auch für die richtig krass sein. Ich meine, unsere Gesellschaft hat das ja so langsam peu à peu so gelernt. Es wird immer besser, so von den ersten Radios. Sukzessive, könnte man sagen. Sukzessive, ja, okay. Und ich dachte, wusste ich nicht, dass wir einen intellektuellen Podcast hier führen. Innuendo vorhin, so dachte ich, wow, bin ich nicht gelandet. Naja, wir müssen ja ein bisschen kafkaesk sein. Kafka hat jetzt irgendwie Geburtstag oder so, 100 Jahre oder irgendwas weiß ich. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber der ist tot. Ach so, deswegen, okay, verstehe. Ist vielleicht an dir vorbeigegangen, weil du so viel Porn geguckt hast. Apropos Porn. Nein, ganz kurz. Ja. Was nämlich witzig ist, bevor du zum nächsten Thema gehst. Das ist doch dazu, aber ach so, naja, aber dieser Stamm, ja. Der hat so WhatsApp-Gruppen oder halt in irgendeinem Chat wahrscheinlich WhatsApp-Gruppen. Wie heißen die denn so? Weiß ich Klapperschlange nicht. Oder sowas? Ja, die gewirkte Schlange heißen die auf jeden Fall. Ich finde das voll spannend. Ich würde gerne wissen, wie das bei denen so, was bei denen los ist, worüber die sich austauschen. Ja, genau. Und pass auf, das ist nämlich das Ding, die haben solche Chats und die schicken sich da halt Porn. So, ey, guck mal hier den neuesten. Und das finde ich so befremdlich. Ja. Das ist echt krass. Aber für die ist das so normal. Ey, guck mal hier, ich habe wieder was Cooles entdeckt. Guck mal hier. Der ist eben völlig übersprungen, ne? Dass es halt zuerst so Pornomagazine gab und sowas oder sowas. Ach, ich finde das so spannend. Ich wünsche, es gäbe so eine Reportage darüber, eine Doku darüber oder so. Ja, vielleicht kommt das noch. Oh, das kann ich mir vorstellen. Cool, ja. Du wolltest doch was Pornografisches. Oder wenn die Tinder benutzen oder so, dann kennen die ja irgendwie alle einen Umkreis. Ja, gut, diese 100 Leute da hast du schnell durchgespielt. Genau, und zwar X wird jetzt offiziell zur Porno-Plattform, habe ich jetzt nämlich gelesen. Denn bisher waren ja auf X, ehemals Twitter, war ja Porno quasi oder pornografische Inhalte waren ja geduldet. Und jetzt werden sie aber laut Richtlinien auch offiziell erlaubt. Anerkannt, erlaubt, genau. Das finde ich ganz spannend. Ich bin auch schon darüber gestoßen, dass ich über meine Arbeit, als ich noch sexualpädagogisch unterwegs war, war ich überrascht, dass es ja so richtige Onlyfans-Werbeplattform bei Twitter ist oder bei X, wie auch immer man das nennen möchte, dass Leute halt so kurze Clips hochladen, wie sie halt so ihre Unterhose runterziehen, dann sagen mehr auf meinem Onlyfans, heute 20% irgendwie Rabatt oder so. Ja, voll einfach spannend. Weil Twitter schon immer so die einzige große Plattform war, wo das halt okay war, das zu posten. Also die einzige große normale, ich sag mal eine Normie-Plattform, wo halt nicht Porn das Hauptthema ist. OnlyFans ist ja eigentlich auch nicht unbedingt eine Porno-Plattform, aber die meisten nutzen es halt dafür. Das ist natürlich schön, dass wir jetzt auf Twitter auch das Arschloch von Jennifer Lawrence sehen können. Aber es kann auch Probleme geben, denn die Alterskontrolle fehlt ja bei Twitter so richtig. Klar kannst du es irgendwie einstellen, aber du musst dich, eigentlich müsste man sich laut EU-Recht verifizieren für solche Inhalte. Und das kann auch Probleme geben für X, dass es vielleicht gar nicht mehr in Europa laufen darf. Das heißt Twitter, Tino. Ich möchte dich da jedes Mal korrigieren. Ich bin halt so im Deadnaming, weißt du? Ich kann das nicht. Ich hab aber das ist doch jetzt dein niederer Beweggrund, mal Rache zu performen, ja? Weil der Euloin, ja, der hat zwar ein Kind, was komisch genannt wurde, ja? Geheißt wurde. XYZ Quadrat 300 Nachkommastellen von Pi, aber... Der findet das bestimmt auch nicht gut, wenn Leute ihren Namen ändern und deadnamed die dann. Ah, man darf auch seine Feinde nicht deadnamen oder so oder misgendern, das geht nicht. Das macht man nicht mal. Also, das heißt, wenn man was, Twitter.
wenn man was respektiert, dann ist es irgendwie die Orientierung und die Identität. Das war ja auch bei Harry Potter so funny, ne? Dass ja, oh Vorsicht, Spoiler, dass Voldemort ja verschiedene Namen hatte, ne? Mhm. So Tom Riddle wurde ja, hieß er ja ursprünglich, wollte aber Voldemort genannt werden. Und Dumbledore hat ihn konsequent gedeadnamed, immer als Tom bezeichnet, obwohl er eigentlich Voldemort genannt werden wollte. Weil einer Dumbledore so ein Arschloch. War er teilweise ja auch, ne? Also gibt's ja, also ich meine, ich bin ja leider Potterhead, auch wenn ich J.K. Rowling nicht geil finde. Aber die Story ist schon ganz cool. Du musst ja auch nicht immer alle Frauen objektifizieren und die geil finden, Tino. Was soll die Scheiße? Ja, nicht alle. Rowling schon. Na gut. Die ist für mich ein Hassobjekt. Die ist einfach so richtig Hot Gilf. Ist sie mittlerweile eine Gilf? Keine Ahnung. Weiß ich du lehnst dich auf jeden Fall langsam ein bisschen weit vom Mikrofon weg. Oh ja. Just saying, die Leute wollen dich schön nah in sich haben. ASMR Ranacher. Ja, Montana Black. 260 über die Autobahn. Lichthupe hinter ihm. Lichthube vor ihm, Lichthube, er gibt Lichthube, ich habe keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall, er hat einen Text geschrieben auf Instagram, hat dann dahinter immer in Klammern legal geschrieben. Also solange er die Dinge, die er macht, legal sind, sind sie nicht schlimm. Mhm. Ja? Oder irgendwie verwerflich. Auf jeden Fall gab es fast einen Totalzusammenstoß, aber nachts mit 260 über die Autobahn, das muss man halt machen. Hätten die bei 9-11 auch einfach bei dem Flugzeug zu hinten so ein Fähnchen haben müssen mit ist legal und dann hätten sie reinfliegen dürfen. Mhm. Ja gut, ich glaube, das ist nicht legal. Das Fliegen durch New York in dieser Höhe ist wahrscheinlich schon nicht legal, selbst wenn sie nicht treffen. Bestimmt. Aber naja, also er ist auf jeden Fall herumgeballert. Ich wollte nur sanft nochmal zu dieser Influencer-Scheißerei hier überleiten, denn Leon Mascher, du hast es am Anfang angesprochen, hat mit dem neu verurteilten Volksverhetzer Anzeigenhauptmeister einen Song gemacht. Und das sind jetzt sehr viele confusing information, denn dieser Song ist quasi ein, naja, eine Art Remix. Es wurde gesampelt, sampled eigentlich auch nicht. Aber die Melodie von Toujours le jour, ich weiß auch nicht, wie es richtig ist. Ja, von Gigi D'Agostino. Wurde verändert in Anzeige raus, oh wenn, Gott. Wenn du nicht säufst, gehst du nach Haus oder irgendwie sowas. Anzeige raus. Genau, was okay. Ja an sich eigentlich schön ist, diesen Song so zu kapern. Mhm. So. Und der Anzeigenhauptmeister will sich ja hier gerade forciert zur Ikone machen. Aber gleichzeitig hat er eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Deswegen eigentlich? Ich habe es auch gelesen, aber ich weiß nicht, was er gemacht hat. Das ist lange her, das war innerhalb seiner Schulzeit, wobei ich gar nicht weiß, doch, der ist schon aus der Schule raus, der macht so eine Ausbildung. Ist eine Weile her, das war jetzt nicht vor kurzem irgendwie passiert, der hat halt auch da in Chats irgendwas geschrieben Richtung... Oh, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Gegen irgendeine, ich weiß nicht, ob es ein Jude war oder ein Ausländer oder so. Vielleicht war es auch... Nein, jetzt weiß ich es wieder. Ha, das war's. Diese Randgruppe. Und zwar nämlich eine ungeimpfte Person solle getötet werden. So ungefähr, okay. Ja. Also so als Joke vermutlich. Muss jetzt 100 Arbeitsstunden ableisten. Bei der Polizei. Weil er verurteilt wurde. Das ist scheinbar auch... Ordnungsamt. Ja, das ist scheinbar auch Volksverhetzung. Hätte ich nicht gedacht, dass das darunter gilt. Sondern ja, kann als, ich, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Also ja, es ging gegen Ungeimpfte. Und auch, ich habe ja mal seine Instagram-Präsenz ausgecheckt und da wurde er auch in den Kommentaren ordentlich geroastet, hat dann aber auch sowas gesagt wie, und jetzt hasse ich mich selbst schon wieder, dass ich das auch jetzt erwähnen muss, da war ein Typ, der hat auf seinem Profilbild gehabt, ich wähle AfD und da hat der Anzeigenhauptmeister geschrieben, wähl erstmal eine ordentliche Partei, dann können wir weiterreden, irgendwie sowas, so plus minus. Das heißt, ne, weil wenn man Volksverhetzung hört, denkt man als erstes in die rechte Richtung, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen wollte ich das jetzt nur noch mal so ein bisschen klarstellen. Wie dem auch sei, ich muss Leon und den zumindest ein bisschen loben. Ist jetzt nicht mein Song, aber der Gedanke ist ganz schön. Ist witzig. Ich glaube, der Anzeigenhauptmeister ist nur gegen die AfD, weil sie verfassungswidrig ist. Wahrscheinlich. Morgen. Ach, hi. Mittag. Ja, finde ich ganz witzig. Und noch einen AfD-Punkt, weil du ihn gerade angesprochen hast. Doch. Nein. Das hat mich an den News erinnert. Und zwar wollten sie an ihren Bundesparteitag in irgendeinem Ort machen. Ich habe vergessen, wo es war. Und es gab einen Pachtvertrag mit der Stadt. Und es wollte aber die Stadt noch einen Zusatzartikel quasi einführen. Und zwar, sie dürfen den Bundesparteitag nur durchführen, wenn die AfD garantiert, dass keine verfassungsfeindlichen Parolen gerufen werden. Hm. Keine Sätze fallen, die irgendwie strafrechtlich relevant sind.
und das Ultimatum hat die AfD verstreichen lassen, haben sich dagegen gewehrt, dass sie es nicht machen wollen. Jetzt hat die Stadt quasi der AfD das wieder aufgekündigt. Jetzt wollen die aber dagegen in Berufung gehen und so. Richtiges ja, das können die auch nicht das können die nicht gewährleisten, ganz einfach. Aber ist es nicht traurig, dass es so ist? Ja. Ja, finde ich ganz, ganz lustig. Vertragsstrafe wäre übrigens gewesen 500.000 Euro. Auch traurig. War das Summer Game Fest? Oder ist das Summer Game Fest? Weil das läuft eigentlich aktuell noch, auch wenn ihr diesen Podcast hört. Tino, was waren da so? Na, Sommerspielfest, ne? Da waren so Volleyball, haben sie vorgestellt und so. Und ja. Beachvolleyball. Exakt. Wasserball haben sie gespielt. Ja. Also ähnlich unspektakulär war es tatsächlich. Es ist natürlich das so ein bisschen Ersatzprogramm, nachdem es die E3 jetzt nicht mehr gibt. Ja. Das Summer Video Game Fest, ja, nicht Wasserball Game. Hätte sein können. Ja, da geht es nämlich eher darum, neue Trailer vorzustellen. Und es ist dann eher so eine Werbeveranstaltung, wo dann halt. Also so. Ein Trailer an sich ist ja eigentlich schon Werbung, aber auf die hat man halt Bock, wenn man das einschaltet. Und dazwischen kommen halt so richtig räudige Werbeclips, deswegen. Ne? Und diesmal hat Geoff Keighley, der da im Vorfeld schon gesagt hat, ja, das Line-Up ist nicht so pralle dieses Jahr. Sehr recht gehabt. Ja. Ich habe es mir nicht angeguckt oder mal kurz reingeschaut und das war es dann auch. Wer war so da? Aber es war wirklich, ja, es geht nicht um was da war. Es wurden halt keine großen Spiele irgendwie erwähnt. Das namhafteste war noch so Kingdom Come Deliverance 2 hat einen neuen Trailer bekommen. Dann Civ 7 2025 kommt es raus, also Civilization. Und das ist auch nicht so deins. Lego Horizon und also es war wirklich nicht weiter geil. Deswegen jetzt fühle ich mich wie du, wenn ich auf Videospiele gucke, weißt du? Ja, ne? Ja, langweilig, also. Oder? Ich spiele hier mal in SimCity. Na was? Nein. Ich wusste, dass das dich das wieder provoziert. Das wie wenn ich sagen würde, dass du Longboard fährst. Stimmt. Das ist gleiche Regel. Dein Wunderpunkt. Auch ein Wunderpunkt für Herbert Grönemeyer ist die FIFA. Ich muss ganz kurz gucken, wo die News stand. Und zwar schuldet ihm der Fußballverband noch ganz viel Geld. Wo ist es denn? Bestimmt, weil der so einen tollen Fußballsong gemacht hat. Genau, und zwar Herbert Grönemeyer ist mal für die FIFA aufgetreten und ihm wurde eine Gage versprochen von 45.000 Euro. Mhm. Also, das ist eine geile Gage, die hätte ich auch gerne mal gehabt. Das ist eigentlich nichts in FIFA-Moneys. Das weiß ich nicht. Also, eigentlich nicht. Und es war 2016 schon, da hat er nämlich den Song gespielt, Zeit, dass sich was dreht. Und das ist 18 Jahre her und hat noch sein Geld noch nicht bekommen von der FIFA. Ich habe den Song nicht im Kopf. Kann das sein, dass der eine gewisse Doppeldeutigkeit innewohnen hat, dass das Drehen sich auf den Fußball bezieht? Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. Das klingt fürchterlich. Grönemeyer. Also nicht dein Gesang, sondern doch auch. Also rein melodisch, Alter, das ist richtig nervig. Ich mache in die Playlist heute den Song, der ist, oh, der ist ganz gut. Nein. Nee, weil Grönemeyer hat jetzt gerade so ein Jubiläum irgendwie von seinem Bochum-Album und hat er jetzt irgendwie die Sachen neu aufgelegt. Und da sind Sachen dabei, also ich habe jetzt einen Song gehört, Mambo. Kennst du den Song Mambo von ihm? Mambo Number 5 kenne ich. Nicht ganz, nee, das war von Lou Vega. Aber er hat noch so einen Song, der geht irgendwie, ich drehe schon unter Stunden, hier so meine Runde, ich finde keine Tonnen. Den kenne ich, den habe ich schon mal gehört. Und es hat so ein Bambo-Song, weißt du, oder echt halt dummer, ich mag den. Und es hat so eine junge Band den aufgenommen. Er hat überhaupt nichts mehr, also was für Mambo, also einfach ein furchtbarer Song geworden. Ganz schrecklich und ich hoffe, dass die anderen Cover cooler werden von den Grönemeyer-Songs. Ich bin Grönemeyer-Fan, kann man sagen. Also ich bin Donald Trump-Fan. Glaube ich dir. Aufs Wort. Der ist diese Woche eigentlich wegen seiner Security mehr in den Schlagzeilen gewesen, denn der Secret Service hat wirklich kiloweise McDonald's geschleppt. Und das ist, da denkt man sich, also das ist ein Foto, was viral gegangen ist, und da denkt man sich, ja, okay. Aber wenn man sich das ganz kurz mal durchs Hirn gehen lässt, du machst da eine jahrelange Ausbildung, ja, bist so in geheimen Machenschaften verwickelt der Regierung, bist da ganz vorne dran, hast hier so einen coolen Stöcker im Ohr und bist immer im Netz, ja, so, okay, was soll ich machen? Okay, cool. Und letztendlich heißt es ja, geh mal zu McDonald's und hol mal kiloweise Burger. Ist doch nichts Neues, oder? Es gab doch schon mal so einen Empfang von Trump, wo er ganz viel mit McDonald's-Zeug aufgetaucht hat. Ja, aber das waren wahrscheinlich die normalen Weiße Haus-Mitarbeiter, oder? Und nicht der Secret Service, der eigentlich eher so Bodyguard-Funktionen und sowas hat. Ja, das kann sein. Das ist einfach... Ich kann mir das richtig erniedrigend vorstellen. Stehst da bei McDonald's, ja, der Ex-Präsident hätte gerade gerne mal
2 number 45, large number 8 und so weiter. Man kennt es ja, Big Smoke. Ja. Kein Ehrenmann, kein Ehrenmann. Ehrenmann ist auch nicht Claudia Scheinbaum, wahrscheinlich Claudia Scheinbaum. Ist nämlich jüdisch und weiblich und die ist der erste weibliche Präsident, Präsidentin, whatever, von Mexiko geworden. Und alle so, yay! Ich jedoch, ja, habe mich natürlich investigativ damit beschäftigt. Und obwohl die auch left-leaning ist, ja, was dir wieder zusagt, also sagen die mexikanischen Genossen, die da an vorderster Front sich auskennen, ja, okay, ist jetzt nicht so der Win, wie sich das vielleicht für euch anfühlt, weil die ist auch einfach nur eine Marionette der ganzen Kartelle. Habe ich mir nicht befasst. Doch, ich hab eine Reportage darüber gesehen, aber es ist nichts hängen geblieben. Mhm. Ich weiß nur, dass der Wahlkampf sehr erbittert war, dass wohl viele abgeschossen worden sind während des Wahlkampfes. 37 Leute wurden vom Kartell erschossen. Überleg dir das mal bitte, wenn aber wir hier nicht. Wahl hätten. Ja. Ja, eben. Warum wurde sie nicht erschossen, fragt man sich dann. Weil sie schlau ist. Ja. Hat ja kugelsichere Weste getragen. So, ich will es jetzt gar nicht jinxen. Ja, kann ja trotzdem sein, dass hier irgendwas bewegt so. Aber also Mexiko und Kartelle ist wirklich ganz, ganz bitter, wie die diesen Staat in der Hand haben. Aber kennst du eigentlich die Definition von Kartell? Weißt du, was das eigentlich konkret ist, ein Kartell? Das ist so ein Spielzeughersteller. Genau, stimmt. Und die haben die erschießen in Mexiko reinweise die Kandidaten mit ihren Plastikpistolen und so. Und dann, ja. Aber nee, da meine ich nicht mehr mit. Ich will mich abschießen mit Plastik. Naja, also es ist ein bisschen organisierter vielleicht und ein bisschen weitreichender als eine typische, also Mafia ist ja, wie heißt der Überbegriff dafür? So Mafia, Triade, Yakuza, das ist ja, sind ja alles spezielle, länderspezifische Organisationen krimineller Herkunft, sondern Absichten. Ja. Krimineller Intentionen. Aber wie heißt der Begriff? Und ich würde halt sagen, die Kartelle sind einfach weitreichender, weil die mehr in die Politik. Aber das ist jetzt meine gefühlte Wahrheit, ne? Muss ich dazu sagen, das ist wie Corona ist eine Lüge. Ja. Es gibt ja ein Kartellamt in Deutschland. Ja. Und jetzt kann ich den Bogen zu meinem nächsten Hobby spannen, zu Wrestling. Denn ich hatte mal, als ich noch sehr aktiv gespielt habe, habe ich mir immer so eine eigene Faction gegründet, so eine eigene Gruppe quasi, auf Deutsch eine eigene Gruppe. Und da kannst du dir auch einen Teamnamen aussuchen, ne? Da gibt es irgendwie The Shield gibt's und Ministry of Darkness heißt manche. Oder hieß eine Gruppierung. Und ich habe mir halt The Cartel aufgeschrieben, weil es gab dann so von dem Ringansager, gab es halt so Vorschläge, was er halt sagen kann. Aber The Cartel fand ich ganz cool. Und da habe ich mal recherchiert, nur aus dem Kopf raus, ich glaube ein Kartell, und das ist jetzt unser Bildungsauftrag, ist wohl, wenn verschiedene wirtschaftsinteressierte Mächte, das können Unternehmen sein, Firmen sein, irgendwelche Läden sein, die sich zusammenschließen und sie absprechen untereinander quasi, und ihre Preise absprechen und so irgendwie die Wirtschaft manipulieren. Das ist ein Kartell. Also so große, die halt viel zu sagen haben, die sich zusammenschließen und sie absprechen miteinander. Das ist verboten. Ja, aber das geht in Mexiko ja auch um einiges weiter. Da ja, aber geht's ja wirklich so um strategische Morde und so. Um es runterzubrechen, das ist ungefähr ein Kartell, auch wenn Tankstellen, gab es auch Fälle, wo Tankstellen, die sich auch gegenüberstehen, wenn die sich absprechen miteinander. Du machst heute die billigeren Preise, ich mache die morgen. Sowas dürfen die nicht machen, das sind halt irgendwie Absprachen. Das ist halt dann irgendwie dann vom Kartellamt unterschlagen. Und unter Strafe. Was ist ein Kartell einfach erklärt? Kartelle sind Vereinbarungen von Unternehmen, die den Wettbewerb beschränken. Also beispielsweise Absprache von Preisen, Mengen, Gebieten und Kunden. Und das ist wohl dann in Mexiko auch so, dass die ganzen Drogenbosse und so, ne, das ist ja so Illegalität, Menschenhandel und so, dass sie sich halt zusammenschließen und illegal sich da absprechen miteinander. Ja. Offenbar sowas. Ja, und dann sind es halt nicht nur einfach normale Unternehmen, die sich da absprechen, sondern halt einfach. Das ist Ansichtssache. Nee, ja, das sind, also die machen ja aktiv, also die Tankstelle macht nicht aktiv irgendwie Überfälle oder so, die spricht sich halt von einer anderen Tankstelle ab. Im besten Fall nicht, nee. Aber hier werden halt Leute irgendwie an der Grenze um ihr Geld erleichtert, um überhaupt irgendwie reinzukommen oder rauszukommen auch. Oder einfach erschossen, wenn sie politisch eine schwierige Meinung haben. Ey, 37 Leute, ich stell dir mal vor, es ist Bundestagswahl und 37 Politiker werden vorher erschossen. Laschet weg, Merz weg, Söder weg. Okay, ne? Da zitiere ich dich.
Gerne, kannst du gerne machen. Aber so wäre das, ne? Irgendwie die CDU stellt irgendwie ganz viele Kandidaten auf. Ja. Und dann kommt da so ein Kartell, also nicht die Antifa oder so, und ballert so einen nach den anderen weg. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja. Und dann musst du aber auch dann den Mut haben, anzutreten, trotz allem. Wenn du weißt, irgendwie, meine letzten 30 Leute wurden schon weggebombt oder abgeschossen. Oder ich mache den nächsten, komm, warum nicht? Ich bin jetzt der Coole, mich mögen die jetzt und so. Ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Ich habe eben auch noch spannenderweise erwähnt, dass Corona eine Lüge ist. Ja. Da möchte ich überleiten zur Vogelgrippe, die mal wieder medial relevant war. Denn die WHO hat confirmed, dass es in Mexiko eine tote Person gibt, die an einer neuen Art von Vogelgrippe gestorben ist. Und diese Person hat ausgesagt, keinen Kontakt mit irgendwelchem Getier gehabt zu haben. Mhm. Und eher so ganz zurückgezogen zu Hause gelebt zu haben. Und da schellen auf jeden Fall Alarmglocken, aber es gibt einen ausführlichen Bericht, wo unterm Strich erstmal drunter steht, dass es gerade noch nicht da irgendwie der Fall ist, dass das von Person zu Person übertragen wurde, höchstwahrscheinlich. Aber sollte das eines Tages passieren, und auch das wird natürlich durch Klimakrise und erhitztes Klima begünstigt, ja dann Pandemie Volume 2. Ist das die Pandemieangst, die jetzt hier aus dir hervortritt? Nö, Punkt. Aber apropos, es gab jetzt auch in Weißenfels, bei Tönnies, auch wieder ein Problem. Bei der Schlachtung von Schweinen ist wohl auch wieder etwas aufgetreten. War es Schweinepest. Die afrikanische Schweinepest ist quasi da jetzt nachgewiesen worden. Und 180 Tiere sind da gelandet in Weißenfels und ja. Ist jetzt schwierig. Ich hasse das, wenn ich Schweine schlachte, dass ich den vorher immer noch die Riot-Gear ausziehen muss und die Schlagstöcke zur Seite. Das nervt einfach. Ist so. Hm. Verstehe ich nicht ganz. Ich auch nicht. Okay. Lass es so stehen. Lass es stehen. Ich habe auch nur halb zugehört, weil ich noch den Text gelesen habe. Okay. Ja, das ist sicher witzig. Hör ich nach. Ist super witzig. Sind wir dann durch, oder? Also ich bin durch. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Aus. Ich habe keine News mehr jetzt, naja, ehrlich gesagt. Mach deinen Tracks, Herbert Grönemeyer, deine scheiß Playlist rein. Hast du einen Song für die Playlist, wenn ich noch hier am Nachdenken bin? Ja. Ich habe einen anderen Song nicht reinmachen, keine Angst. Bei dem könnte es sogar sein, dass ich den irgendwann schon mal... Thin Ice von Cobra Man. Ich habe auf jeden Fall schon Cobra Man drin, aber ja. Ich glaube, Thin Ice war es nicht. Von Cobra Man. Den habe ich jetzt wieder hart gepumpt die letzten Tage. Ist schon drin, doch. Shit. Genau der. Ja, dann müssen wir einen anderen nehmen. Ganz dünnes Eis, Robin. Ganz dünnes Eis. Dann müssen wir einen anderen nehmen. Midnight Special. Weekend Special. Sorry. Weekend Special. Weekend. Lesen und denken gleichzeitig. Kenne ich auch. Von Cobra Man auch? Ja, ja. Okay. Ey, Cobra Man ist halt wenigstens geile Musik. Ich muss einen Counterpart zu Herbert Grönemeyer. Oh, echt jetzt? Ja, ja. Was? Okay. Ich habe außerdem rausgenommen, muss das nochmal neu reinmachen. Witzig. Also Leute, es muss da jetzt Cobra Man rein. Ich gebe euch. Naja, also es ist halt einfach eine geile Band. Come on. Weil wir jetzt erstmal zuhören, wir haben eine Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Heißt dieser Haken, dass es auch schon drin ist? Dass ich es irgendwo gespeichert habe. Weil ich mach mal hier, dann Playlist hinzufügen. Ist noch nicht drin. Ja, dann... Haben wir jetzt, mein Lieblingssong ist es drin. Haben wir jetzt Powered Up, Alter. Powered Up von Cobra Man. Auf jeden Fall ein Brett. Ey Leute, hört euch Cobra Man an. Das ist quasi moderne 80s-Musik. Sehr, sehr geil. Ich mache einen Song, die Playlist, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob er unproblematisch ist. Denn ich war ja auf einer Fortbildung neulich. Ach doch, nicht Herbert Grönemeyer. Nee, da hätte ich ja jetzt gar nicht gute Musik als Pendant reinhauen müssen. Nee, mache ich nicht rein, um die Menschen nicht zu verschrecken. Ich war ja auf einer Fortbildung letztens. Ja. Da war eine Person... Also ich war übelst müde, ich war auch nicht gut drauf an dem Tag und da hat mich diese Person empfangen und hat einen Song gesungen, wo es um einen schwarzen Tino geht. Mhm. Schwarzer Tino, la 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 la. Und es hat mich so aufgeheitert, dieses Lied. Der heißt, es heißt Heißer Sand und wird von Connie Francis gesungen, ist schon relativ alt. Und ich mag den, hat eine schöne... Hast du die gerade Connie Francis genannt? Ja, Francis oder so, keine Ahnung. Francis, Alter. Francis. Ich habe mich versprochen. Connie Francis. Jive, Connie, Jive. Jive, Connie, Jive. Das ist der Queen. Hallo? Ja, ich kenne die, aber ich habe jetzt den Namen falsch ausgesprochen. Geschrieben wurde der Song von Kurt Fels und Werner Scharfenberger. Und ich tue den in die Playlist rein. Heißer Tino, Schwarzer Tino, heißer Sand. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, ja.
Sami hat mir damals vom schwarzen Peter erzählt, dem Pedro el Negro. Ah, okay. Was geben wir denn der Woche als Bewertung? Ja, also wir hatten ja jetzt ein paar wilde Wochen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen runterfahren. Weil das Summer Game Fest war ernüchternd. Ja. Aber eine Jahrhundertflut. Eine jüdische Frau in Mexiko, also Aber ist schon krass. Es ist schon krass, dass Frauen auch können. Ist wirklich wild. Ja. Ja, Berlin. Bayern steht unter Wasser. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile mal abgepumpt haben oder ob die da alle absaufen. Ist mir beides recht. Aber es war jetzt medial nicht das Riesending, glaube ich. Ne? Nee. Also ich hatte das Gefühl, dass man sich an Jahrhundertfluten gewöhnt hat. Naja, so ein bisschen, leider. Vielleicht hat ja doch der Messermann das überschattet. Kann auch sein, ja. Aber ja, es ist halt Bayern. Also wenn das in Berlin wäre, würden alle sagen, auch schade. Nee, Berlin auch nicht. Ich glaube, wenn es... Doch, Berlin überflutet auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, doch, stimmt schon. War ja auch so. Irgendwo ist doch in Berlin auch neulich in den letzten 2 Wochen irgendein Rohr geplatzt oder so. War im KitKat-Club. Da war auch eine riesen Spermaflut, Alter. Und Lindemann war wieder vor Ort so und dann waren Straßen überflutet, die sonst sehr befahren sind. Hm. Ist es eine 5, dass man sagen kann, ja, es sind Sachen passiert, ja. Krasse Sachen, aber irgendwie gab es nicht den großen Aufschrei. Ja, doch, dieses Pokémon-Ding hat mich zumindest sehr erheitert. Das war ja auch mal wieder so ein richtiges Internet-Thema. Und der Tribe, ich meine, das ist wie gesagt 9 Monate her, aber das kam jetzt quasi groß raus, der Stamm der Pornosucht verfallen ist. Finde ich geil, würde ich gerne nachrecherchieren, was da gelaufen ist. Stamm Amazonas, guckt euch nach, was weiß ich, Stamm Amazonas... Porno. Ja, was da jetzt rauskommt, will ich gar nicht wissen. So, hier. Amazonas Stamm bekommt Internet. Mitglieder berichten. Aber nirgends steht, wie der irgendwie heißt oder so. Naja, ihr könnt es ja auch selber nachlesen, ne? Indigener Stamm. Viel Zeit, komplizierte Herausforderungen. Bla, bla, bla. Es gab jetzt irgendwie noch 50 Grad irgendwie in den USA. So heiß wie nie. Ja, Überraschung. Genau, Überraschung. Also, Sonne hat schon immer geschienen, Tino. Ach so, das wusste ich nicht. Und noch eine News, die noch recht neu jetzt ist. 4 Geiseln wurden befreit. Der Stamm der Marubo, die am Ituí-Fluss in Brasilien leben. Ah. Da haben wir hier den Investigativjournalismus direkt in eure Gehörgänge. Und als letzte Nachricht noch, es wurden Geiseln befreit. 4 Hamas-Geiseln leben aus dem Gazastreifen befreit. Na dann. Finde ich gut. Na dann. Schön. Das ist ja also, dann verblassen die Zehntausenden Toten dagegen, ja. Ja, auf jeden Fall. Cool. Es ist sehr komplex. Ich habe gestern erst eine richtig krasse Nicht-Diskussion über eine Haltung gehabt mit einer Person, die auch selber jüdisch ist und so. Hm. Mega krass, was da gerade passiert. Und ja, Hisbollah-Spaß, Libanon, bla, habe ich alles gar keinen Bock drüber zu reden. Wird genug gemacht. Aber auch die Personen, die jüdisch sind, in meinem Freundeskreis sagen auch, langsam fällt es ihnen echt schwer, Israel zu verteidigen, weil da echt gerade viel passiert. Sapperlot noch eins. Sapperlot. Aber Israel ist auch wieder das falsche Wort. Es geht um die Politik, es geht um einen Netanyahu, es geht... Ich halt's Maul, ich will da gar nicht drüber reden. Tschüss. Auf Wiedersehen. Macht's gut, schön, dass ihr reingehört habt in den Podcast. Wir gehen jetzt alle. Du siehst aus, als gehst du an den Strand. Quasi. Na, sweet, viel Spaß. Quasi. Gerade vor 5 Minuten einen Anruf erhalten. Kommst du mit? Ich war so, ja. Nice. Ja, wir kommen auch mit. Ja, wir gehen jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und nice. Ich will noch mal sagen, es ist immer schön, wenn jemand abgeschlossen wird. Nee, die Musik ist schon laut. Scheiße. Du wolltest das so, Timo. Ah, ja.